Auf was sollten Musiker direkt am Anfang ihrer Musikkarriere unbedingt achten? Wie gelingt der perfekte Start in das Musikbusiness und wie legst du dir das ideale Fundament? Es geht um Rechte, Social Media, Content, die erste Single, Konzerte und vieles mehr. Das alles erfährst du in diesem Video. Der ideale Start ins Musikbusiness ist gerade am Anfang sehr schwer. Man bekommt von verschiedensten Seiten Input, der nicht immer gleich ist, man hat tausende Quellen und es gibt unzählige Möglichkeiten, dass man einfach schnell den Überblick verliert. Deshalb möchte ich dir in diesem Video 10 Tipps mit an die Hand geben, die du unbedingt beherzigen solltest, um für dich den idealen Start in deine Musikkarriere garantieren zu können. Und dabei ist es auch egal, welches Genre du bedienst oder wie weit du schon in deiner Karriere fortgeschritten bist. Diese Basics sind für jeden wichtig. Erstens Urheberrecht und Leistungsschutzrecht. Ich will dich gar nicht mit diesem rechtlichen Zeug langweilen, aber diese zwei Rechte sind für dich als Musiker wirklich essentiell und Grundwissen darüber solltest du unbedingt haben. Ich habe genau dazu schon mal ein umfangreicheres Video gemacht, das kannst du dir hier oben sehr gerne anschauen, aber grob zusammengefasst. Urheberrecht betrifft die Songs selber und Leistungsschutzrecht die Performance. Urheberrechte erhältst du also dann, wenn du den Song geschrieben hast, also als Schöpfer dieses Werkes auftrittst, und Leistungsschutzrechte wiederum, wenn du den Song aufnimmst bzw. performst. Dann bist du nämlich Interpret bzw. ausübender Künstler. Genauer will ich hier aber gar nicht drauf eingehen. Wie gesagt, schau dir gerne das Video an, wenn du dann einen umfangreicheren Einblick haben möchtest, aber diese zwei Punkte sind wirklich wichtig. Außerdem möchte ich noch mit einem kleinen Mythos aufklären. Viele haben immer Angst, dass ihr Song irgendwie geklaut wird oder dass sie nicht beweisen können, dass sie der Urheber sind. Das Urheberrecht schützt dich direkt ab dem Zeitpunkt, wo du diesen Song oder dieses Werk erschaffen hast. Also ab da, wo du den Song geschrieben hast, bist du Urheber. Das musst du dann quasi nur noch irgendwie nachweisen. Dazu musst du aber nicht zum Notar gehen und dir sowas bestätigen lassen. Es reicht ein einfacher Nachweis, wie zum Beispiel eine Demoaufnahme, wo du anhand des Zeitstempels nachvollziehen kannst, dann und dann ist der Song aufgenommen worden, demnach war ich der Erste. Wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, schreib den Song auf, druck ihn aus, gerne mit Akkorden, Text, Noten, vielleicht auch einer kleinen Demoaufnahme, pack alles in einen Briefumschlag und schick ihn als Einschreiben direkt an dich selbst. Falls es dann also mal zu Rechtsstreitigkeiten kommt, kannst du mit diesem Poststempel genau belegen, wann du den Song geschaffen hast. Mach diesen Brief aber keinesfalls auf, sonst ist er nämlich ungültig. Schick ihn dir selbst zu und verwahre ihn irgendwo. Dann kann nichts passieren. Du brauchst dir also keine Sorgen machen, dass dir dein Song irgendjemand klaut oder so. Das Urheberrecht, zumindest in Deutschland, schützt dich wirklich sehr stark. Zweitens, Bandvertrag. Gerade bei der Neugründung einer Band ist jeder hochmotiviert und möchte am liebsten sofort anfangen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass man irgendwann mal Streitigkeiten haben könnte. Das ist aber oft der Fehler. Auch wenn ihr euch jetzt super versteht, irgendwann kann es immer mal dazu kommen. Und genau für solche Fälle ist ein Bandvertrag wirklich wichtig. In diesem ist nämlich geregelt, wer die Namensrechte hat, wer wirklich Mitglied der Band ist, wer wie viel von den Einnahmen bekommt, welche Instrumente zum Beispiel dir persönlich oder welche Gegenstände der Band gehören und vieles mehr. In diesem Vertrag werden einfach die grundsätzlichen Dinge festgehalten und den solltest du unbedingt schließen. Vorlagen für diese Verträge gibt es im Internet zu Genüge. Einfach mal Bandvertrag googeln. Setzt euch einfach kurz zusammen, besprecht die ganzen Dinge und schließt diesen Vertrag. Falls es irgendwann mal zu Streitigkeiten kommt, was euch natürlich niemand wünscht, aber es kann einfach sein, wird euch dieser Vertrag wirklich helfen und viele Probleme vom Hals halten. Drittens, Rechtsformen für Musiker. Wenn es dann mal ans Geldverdienen geht und die ersten Einnahmen anstehen, ist es wirklich wichtig, dass du dir Gedanken zur richtigen Rechtsform machst. Genau dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das kannst du dir hier oben anschauen, aber genau dazu möchte ich einmal grob kurz sagen, für Bands ist meistens die GbR die richtige Rechtsform. Einzelmusiker können als freischaffende Künstler bzw. Freiberufler meistens sehr gut fahren. Mach dir aber in dem Fall Gedanken, was du wirklich erreichen willst, was du machen möchtest und sprich das im Zweifelsfall gerne mit einem Steuerberater durch. Viertens, die Zielgruppe. Nachdem jetzt dieser ganze Verwaltungskram erstmal beiseite ist und du das geklärt hast, geht's jetzt ans Eigentliche, die Zielgruppe. Denn die ist essentiell für fast alles, was du irgendwie in Zukunft machen wirst. Darin richtet sich dein Marketing aus, deine Social-Media-Kanäle, dein Auftreten, dein Image, alles. Überleg dir also genau, wer die Personen sind, die deine Musik hören oder hören wollen. Mach dir Gedanken über das Alter, die Herkunft, das Geschlecht, die Interessen und vieles mehr. Je mehr du hier ins Detail gehst, desto effektiver wird später auch dein Marketing. Versuch dich hier also wirklich in deine potenziellen Fans hineinzuversetzen. Wenn du magst, kann ich aber hierzu gerne mal ein eigenes Video machen, wie man eine richtige Zielgruppenanalyse macht. Schreib's gerne mal in die Kommentare, wenn dich das interessiert. Fünftens, Social Media Kanäle.
Anhand deiner gerade bestimmten Zielgruppe kannst du jetzt die richtigen Social-Media-Kanäle auswählen. Social Media ist heutzutage wirklich das A und O. Denn hier kannst du dich mit Unmengen an Leuten vernetzen, du kannst mit ihnen interagieren und eine richtige Beziehung aufbauen. Das ist essentiell für deinen Erfolg als Musiker. Und wie gesagt, es hängt stark von deiner Zielgruppe ab. Hast du zum Beispiel eher eine jüngere Zielgruppe, dann würde ich dir Instagram und TikTok empfehlen. Ist deine Zielgruppe eher älter, dann vielleicht Facebook und Instagram. YouTube solltest du meistens in beiden Fällen machen. Andere Plattformen wie zum Beispiel Twitter sind auch sehr interessant, aber gerade Twitter wird in Deutschland eher weniger benutzt. Wenn du internationale Musik machst, dann kannst du diese Plattform gerne auch benutzen. Nur für Deutschland, also rein deutschsprachige Musik, vielleicht nicht unbedingt. Überleg dir einfach, wo und wie du deine Zielgruppe am besten erreichen kannst, melde dich bei diesen Kanälen an und versuch wirklich zu verstehen, wie sie funktionieren. Instagram ist was anderes wie Facebook und Facebook ist was anderes wie TikTok. Jede Plattform ist so ein eigener Kosmos, den man verstehen muss. Mach dir also hier Gedanken, probier aus und konsumier Content von anderen Creatern. Dann weißt du, was du mit deiner Musik machen kannst, um hier auf dieser Plattform wirklich durchzustarten. Ich würde dir aber empfehlen, dich auf 2 bis 3 Kanäle wirklich zu fokussieren und die anderen nebenher laufen zu lassen. Auf diesen 2 bis 3 ist nämlich aktuell deine Zielgruppe am stärksten vertreten. Durch diese anderen Kanäle, die du ein bisschen bedienst, merkst du aber, falls da irgendwas passiert. Es kann ja sein, dass du zum Beispiel auf Twitter doch eine riesige Followerschaft aufbauen kannst und dass deine Musik da sehr gefragt ist. Dann macht es natürlich Sinn, Twitter auch noch mit reinzunehmen. Fokussiere dich also auf ein paar und lass den Rest nebenher laufen. Dann merkst du, falls was passiert und kannst da entsprechend Anpassungen vornehmen. 6. Content-Strategie. Ich habe es in vielen Videos schon angesprochen. Content is King. Um wirklich eine treue Fanbase aufzubauen, musst du unbedingt regelmäßigen Content posten. Egal ob Videos, Bilder, Audio oder in Schriftform. Interessanter Content, der genau deine Zielgruppe anspricht, ist wirklich wichtig. Am besten du postest alle 1 bis 2 Tage auf deinen Kanälen einen normalen Post und nimmst in den Stories die Leute mit hinter die Kulissen. Dokumentier einfach deinen Alltag, dann ist es auch gar nicht so viel, was du wirklich machen musst. Nimm die Leute mit ins Studio, nimm die Leute mit in die Bandproben, lass sie am Songwriting teilnehmen, irgendwelche Sachen mitentscheiden etc. Dokumentier deinen Alltag als Musiker, denn der ist interessant für Leute. Darüber hinaus kannst du dir natürlich noch weitere Gedanken zu irgendwelchen Formaten machen. Versuch deine Fans einfach mit deinem Content zu unterhalten, irgendwas Interessantes zu machen und bau dadurch eine Beziehung auf. Und antworte unbedingt auf alle Kommentare, interagiere mit deinen Fans und belohne auch vielleicht Personen, die dich besonders unterstützen. Dadurch wirst du nämlich organisch deutlich schneller wachsen. 7. Die erste Single. Grundsätzlich gilt bei der Musik genau das gleiche wie beim Content. Regelmäßigkeit ist wirklich wichtig. Deswegen empfehle ich persönlich immer, alle 2 bis 3 Monate eine neue Single zu veröffentlichen, weil dann hast du immer was, über das du reden kannst. Du bleibst damit dauerhaft präsent und die Leute haben immer etwas, über das sie sprechen können. Wenn du also schon mehrere Songs hast, dann produziere gerne mehrere Singles vor und veröffentliche die dann nach und nach. Damit hast du zum Beispiel für ein halbes Jahr oder sogar ein Jahr schon mal Puffer, um neue Songs zu schreiben und wieder zu produzieren. Und zu diesem Thema jetzt noch ein Punkt, der mir wirklich am Herzen liegt. Die Musik bzw. deine Songs sind dein Produkt. Sie müssen also qualitativ so perfekt wie möglich sein. Einfache Handyaufnahmen zum Beispiel aus dem Proberaum, damit kommst du nicht weit. Du musst wirklich auf professioneller Qualität deine Songs liefern, denn sonst verbaust du dir den ersten Eindruck. Jemand kommt zum Beispiel auf dein Spotify-Profil, hört den Song und der ist einfach qualitativ nicht auf dem Level von anderen Bands. Damit verbaust du dir den ersten Eindruck und wirst den Fan nie wieder gewinnen können. Geh also für die richtigen Releases bitte unbedingt ins Studio und lass es professionell produzieren. Du musst einfach mindestens auf dem Niveau von anderen Bands sein, dass du da mithalten kannst und nicht untergehst. Das muss auch nicht teuer sein. Schau dich einfach mal um. Es gibt auch zum Beispiel Studenten, die sowas in der Abschlussproduktion machen und schon wirklich gut sind. 8. Musikvideos. In Sachen Musikvideos würde ich dir empfehlen, nicht unbedingt direkt auf die super teuren und aufwendigen Produktionen zu gehen. Gerade am Anfang ist es wichtig, dass du erstmal eine Fanbase aufbaust und das passiert am besten, wenn du sie direkt in den ersten paar Sekunden packst. Ich würde dir persönlich also empfehlen, zu deinen neuen Songs jeweils ungefähr ein 30-sekündiges Video zu drehen. Such dir am besten aus deinen Songs immer die packendsten und interessantesten Stellen raus und dafür drehst du dann ein ungefähr 30-sekündiges Video. Dann hast du nämlich in den ersten Sekunden wirklich etwas, was die Leute catcht und sie schauen sich auch lieber ein 30-sekündiges Video an, als ein 5-Minuten-Song, wo erstmal 1 Minute Intro ist. Wenn diesen Leuten diese 30 Sekunden gefallen, dann können sie ja zum Beispiel auf Spotify den kompletten Song anhören. Aber gerade für die Vermarktung ist es deutlich effektiver, so kurze Videos zu haben. Diese sprechen die Leute nämlich direkt an. Du kennst es wahrscheinlich selber. Du bist auf Facebook oder Instagram unterwegs und scrollst einfach durch.
Wenn dich was nicht direkt in den ersten Sekunden packt, dann scrollst du einfach weiter und das ist fatal. Das darf dir nicht passieren. Du musst also direkt etwas bieten, was ein Eyecatcher ist und was die Leute auch weiter sehen wollen. Deswegen so kurze Videos mit dem besten Teil deines Songs. Dadurch wirst du garantiert schneller wachsen als mit super aufwendigen und super langen Videos. 9. Erste Konzerte. Als vorletztes will ich noch ganz kurz auf Konzerte eingehen. Ich habe schon viele Bands erlebt, die sich gerade am Anfang sehr schwer tun, an die ersten Gigs zu kommen. Oder sie verlangen schon am Anfang super hohe Gagen. Für Veranstalter und Location-Besitzer ist es wirklich wichtig, dass du schon viele Leute ziehst. Wenn du das also nicht gewährleisten kannst, dann macht es hier auch noch keinen Sinn, hohe Gagen zu verlangen, denn das wird niemand bezahlen. Ich würde dir gerade am Anfang empfehlen, um erstmal deine ersten Gigs an Land zu ziehen und so ein bisschen Bühnenluft zu schnuppern, geh in Open Stages oder biete deinen Auftritt kostenlos in kleineren Locations an. Mit solchen kleineren Auftritten kannst du nämlich erstmal Erfahrungen sammeln, du kannst neue Fans gewinnen und damit dann nach und nach zu höheren Gagen kommen, beziehungsweise zu größeren Locations. 10. Motivation behalten. Zum Schluss möchte ich dir noch mitgeben, bleib unbedingt motiviert und lass dich durch kleine Rückschläge nicht aus der Bahn werfen. Deine Karriere wird immer ein Auf und Ab sein, also lass dich durch Gegenwind nicht entmutigen. Wenn deine Musik wirklich gut ist, dann wirst du dich früher oder später auch durchsetzen. Bleib also am Ball, arbeite für deinen Erfolg und lass dich durch Gegenwind nicht sofort demotivieren. Die Möglichkeiten heutzutage sind grenzenlos und jeder kann es schaffen. Auch du. Wo stehst du aktuell in deiner Karriere? Beschäftigen dich vielleicht gerade noch andere Themen, zu denen du eine Frage hast? Schreib sie gerne in die Kommentare, ich helfe immer gerne. Ansonsten würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diesen Kanal abonnierst und mir auf den Social Media Kanälen folgst, um nichts mehr zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao.